Warum hat Taras Bulba seinen Sohn getötet? Zu Kosaken-Ataman kommen zwei Söhne. Er nimmt sie mit nach Zaporozhye-Sich. Der Grund für das blutige Ende der Geschichte war der Verrat des jüngsten Sohnes Andrei. Und der Verrat bei den Kosaken gilt als das Schrecklichste. Er verliebt sich in die Tochter des Feindes, eines polnischen Kriegsherren. Aber das Hauptverbrechen ist nicht das. Für die Liebe ist Andrei zum Allen bereit. Für ihn ist die fremde Geliebte teurer geworden als der Glaube und die Heimat. Als Ergebnis verrät er den Vater, den Bruder und Kameraden und tritt sogar als polnischer Offizier gegen sie in den Kampf ein. Sein Bruder Ostap bleibt seinem Glauben und seinem Vaterland bis zum Ende treu. Der Vater kann Andrei den Verrat nicht verzeihen und er wird der Herrscher seines Schicksals. Aber in Andreis Verrat liegt auch die persönliche Tragödie von Bulba selbst. Er fällt ein geistiges Urteil sich selbst, indem er seinen Sohn tötet.